Heute ist mein Glückstag. Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Alle Kinder spielen im Garten, nur nicht Mona, die hat Corona. Die Berliner haben in China angefragt, ob die Arbeiter, die das Krankenhaus in Wuhan gebaut haben, nicht den Berliner Flughafen fertigstellen könnten. China hat abgesagt, nur für einen Tag schicken die keine Leute los. Ich wollte einen Witz über das Coronavirus machen, aber Lachen ist ansteckend, deswegen lasse ich's lieber. Pornhub verschenkt zu Krisenzeiten Premium-Accounts. Die Menschen hamstern Klopapier. It's all coming together. Wenn Chuck Norris niest, kauft Corona sich Nudeln und Klopapier. Gestern kamen zwei Leute mit Mundschutz in die Bank rein. War zum Glück nur ein Überfall und keine Leute mit Corona. Hand in Hand gegen das Coronavirus. Menschenkette am 30.02. Husten, wir haben ein Problem. Wir können froh sein, dass es nur das Coronavirus ist. Stell dich mal vor, es wäre Oettinger gewesen. Meine Corona-Infektion ist schon viel besser geworden. Auf meinen Husten antworten nur noch 3 Hunde aus der Nachbarschaft. Die Menschen leben einen relativ normalen Alltag natürlich hier Corona. Auch noch. Ja. 1970. In 50 Jahren werden wir bestimmt mit Autos durch die Gegend fliegen. 2020. Wir müssen den Leuten zeigen, wie man sich richtig die Hände wäscht. Nachweislich gesehen ist nun ganz Deutschland zu Hause. Tja, was ist jetzt deine Ausrede, DHL-Bote? Wart ihr heute eigentlich arbeiten oder habt ihr auch Brückenmonat? Hey Süße, kommst du noch auf ein Desinfektionsmittel zu mir hoch? Dann zeige ich dir meine Klopapiersammlung und meine Nudel. Ich bin eigentlich ganz gelassen. Erst wenn der erste Corona-Tote aufwacht und anfängt Ärzte zu fressen, dann mache ich mir Sorgen. Die meisten deutschen Frauen kennen Schlimmeres als den Coronavirus. Den Bachelor und den Wendler. Wer hamstert so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Deutsche, der mal wieder spinnt. Lieber sterbe ich, als glutenfreies Brot zu nehmen. Der Moment, wenn die Raucher sich die Hände desinfizieren, damit sie keine Krankheit bekommen, welche die Lunge beschädigt. Keine Bundesliga, Kneipe zu und die Kinder sind den ganzen Tag zu Hause. Diese Corona-Krise richtet sich ganz klar gegen uns Männer. Denkt bitte daran, keine Wertsachen wie Klopapier oder Nudeln offen im Auto liegen zu lassen. Wie der Lieferservice in Zeiten des Coronavirus funktioniert. Wer ist da? Hier ist der Little Nero, Sir. Ich habe Ihre Pizza. Legen Sie es auf die Türschwelle und verschwinden Sie. Okay. Neulich beim Rewe. 30 Menschen und nur noch eine Packung Klopapier. Das, was darauf folgte, habe ich schon mal beim WWE Royal Rumble gesehen. Demnächst bei Bares für Rares. Vierlagiges Toilettenpapier. Bisher habe ich mir noch keine Sorgen gemacht, aber wenn fucking Rambo beim Einkaufen Schutzhandschuhe trägt, dann wird's ernst. Und ja, Leute, mir ist der Ernst der Lage bewusst und erst recht mache ich deswegen Witze darüber. Wenn ihr noch einen kennt, schreibt ihr mir doch bitte in die Kommentare. Außerdem tut mir einen Gefallen, passt bitte auf euch auf und macht keine dummen Fehler. YouTuber!